Acht einzigartige Zwickauer Bauwerke hatten ihre Türen und Tore zum Tag des offenen Denkmals geöffnet. Unter dem bundesweiten Motto »Gemeinsam Denkmale erhalten« nahm die Schumannstadt schon zum 23. Mal an dieser Aktion teil, die 1993 durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz initiiert wurde und seither jeden zweiten Sonntag im September stattfindet. Als absoluter Publikumsmagnet erwies sich in diesem Jahr das Gewandhaus, das am 11. September zum letzten Mal in seinem alten Zustand besichtigt werden konnte. Denn im Dezember beginnt die aufwendige Sanierung des ehemaligen Zunft- und Handelshauses der Tuchmacherinnung. Am Ende des Tages wurden fast 2000 Besucher gezählt, die sich das Stadtbild prägende Denkmal noch einmal in Ruhe anschauen wollten. Sabine und Eberhard Fuchs aus Marienthal hatten sich das Gewandhaus aber noch aus einem anderen Grund ausgesucht. Weil meine Frau eine Zwickauerin ist, ich komme aus dem Elbdorf und sie fängt langsam an, mir Zwickau zu zeigen. Und als Kind war sie schon hier im Theater. Allerdings gab es da noch die alten Säulen, ne? Ja, was du mir gesagt hast, das ist schon mal umgebaut worden. Nun, das ist ganz interessant. Und weil wir auch so in vielen Theatern schon waren, auch dieser Welt, denkt man doch, wenn das dann alles fertig ist, dass wir dann auch wieder hierher gehen. 1522 bis 25 erbaut und seit 1863 als Stadttheater genutzt, zählt das Zwickauer Gewandhaus heute zu den bedeutendsten Vertretern der Frührenaissance in Deutschland. Die Bauelemente aus dieser Zeit sollen nach der Sanierung das Neue mit dem Alten verbinden und das aus gutem Grund. Das prächtige Schlingrippengewölbe ist älter als das in der Dresdner Schlosskirche. Auch die aufwendig verdrehten spätgotischen Rippen sind ein Alleinstellungsmerkmal. Erste restauratorische Befunde im Mauerwerk konnten am vergangenen Sonntag ebenfalls begutachtet werden. Highlight beim Rundgang war natürlich der historische Dachstuhl, wenngleich der Weg nach oben staubig und beschwerlich war und nur von kleinen Gruppen bewältigt werden durfte. Von Cornelia Weibrecht erfuhren die Besucher, dass das Gewandhaus 1538 das erste Türmchen mit einem Uhrwerk bekam. Nach einem Brand wurde es im 18. Jahrhundert durch eine barocke Haube ersetzt. Es gibt aber auch Ansichten, dass das Gewandhaus ohne Turm zeigen. Nach dem Bombenangriff vom März 1945 blieb das Gebäude zunächst kopflos. Die jetzige Turmhaube kam erst 1953 aufs Dach. Welche Balkenkonstruktion für den Turm erforderlich war, sahen die Besucher auf dem Dachboden. Viele waren zum ersten Mal dort und hinterher schwer beeindruckt. Also beeindruckend vor allem die Last, wenn man den Turm so sieht, wie die Last da so verteilt ist da oben. Das war mich interessant, weil ich auch, wie gesagt, so ein bisschen im Handwerk tätig bin. Nein, so stand ich, war seit 45 Jahren nicht mal hin, obwohl ich Zwickauer bin. So wie Jochen Rosbach dürfte es vielen gegangen sein, die sich zum Denkmaltag letztmals im alten Gewandhaus umgeschaut haben. Erst im Frühjahr 2019 öffnen sich hier wieder die Türen. Vieles wird dann nicht mehr so sein, wie es die Besucher noch am Sonntag vorgefunden haben. Dennoch freuen sich alle auf ihr neues, altes Theater. Die Erwartungen an die Sanierung sind groß. Dass es im Prinzip so, wie es ist, schön erhalten bleibt und dass das wieder in neuen Glanz erleuchtet. Ich selber bin heute das erste Mal hier drin. Dass es alles dann den heutigen Dingen entspricht und wieder wunderschön erstrahlt, auch von außen. Und dass weiterhin viele Jahre schöne Theateraufführungen hier stattfinden. Auch die Türen und Tore im historischen Wasserwerk Wiesenburg waren zum Tag des offenen Denkmals weit geöffnet. Ab 1890 bekam der Großteil der Zwickauer Einwohner von hier sein Trinkwasser. Es war bis 2006 das Ausschlaggebende für die Wasserversorgung in Zwickau. Und von daher bildet es schon ein bedeutendes technisches Denkmal. Sie sehen hier eine Pumpenanlage, die mit Transmissionsantrieb bis 2006 in Betrieb war. Die Pumpen arbeiten über ein Zwillingssystem und sind noch voll funktionsfähig in ihrer Art und Weise. Der Antrieb war über Transmission und mit Turbinentechnik ausgestattet, also voll mit Wasserkraft, um Wasser zu fördern. 116 Jahre lang lieferten die Turbinen und die historischen Plunger Kolbenpumpen ausreichend Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung. 2006, mit Inbetriebnahme des Wasserwerkes Burgersdorf, gingen in Wiesenburg die Lichter aus. Besucher kommen seither nur noch zu bestimmten Anlässen in die Anlage. Der zweite Sonntag im September ist ein solcher Anlass. Jedes Jahr zum Tag des offenen Denkmals kann man noch einmal nachvollziehen, welchen Weg das Wasser hier genommen hat.
von der Entnahme aus der Mulde über die gründliche Aufbereitung bis zur Förderung in unser Wasserwerk nach Wegehöslau, was aber auch nicht mehr in Funktion ist. Dann hat der Besucher die Möglichkeit, unser Wehr, das ist 70 Meter lang, zu besichtigen und natürlich in der Anlage allgemein sich einen schönen Tag zu machen. Und vielleicht mit einem oder anderen ehemaligen Mitarbeiter ins Gespräch kommen. Klaus Krumpholz war 11 Jahre lang Maschinist in Wiesenburg. Es sei eine schöne, teilweise schwere und vielseitige Tätigkeit gewesen, erinnert sich der 74-Jährige zurück. Erstmal darauf achten, dass eine anständige Schmierung war. Es sind alles Kleidlager. Und natürlich die gesamten Maschinen sauber halten. Es ist ja ein Wasserwerk. Und wir hatten noch viele andere Tätigkeiten, ne? Die Maschinisten waren für die richtigen Druckverhältnisse in den Kolbenpumpen ebenso verantwortlich wie für die Sauberkeit in der Vorkläranlage und des Turbineneinlaufes. Zum Beispiel, wenn im Herbst mal starker Strom war, ne, dann war es ganz schöne Knochenarbeit, die ganzen Äste wieder rauszufischen, ne, damit der Einlauf in Ordnung war. Dann mussten wir auf den gesamten Wasserstand der Mulde achten. Da mussten wir hoch ans Wehr, da sind vier Klappen. Und mit der Stellung der Klappen mussten wir den Wasserstand halten hier. 390,90 ist der Stand hier, Meereshöhe. Das mussten wir immer einhalten. Wenn starke Schwankungen waren, sofort hoch ans Wehr. Das 70 Meter breite Fischbauchklappenwehr wurde 1954 gebaut. Es reguliert das Stauvolumen und dient zum Hochwasserschutz. Nicht nur der Zahn der Zeit, hauptsächlich Vandalismus, hat der abgelegenen Wehranlage stark zugesetzt. Ein Problem, welches Jahr für Jahr immer größere Summen verschlingt. Auch wenn das Wasserwerk Wiesenburg seinen Betrieb vor 10 Jahren eingestellt hat, das Muldenwasser wird heute immer noch genutzt. Turbinen erzeugen hier seit 2008 elektrischen Strom.